Es geht jetzt langsam wieder voran. Wir sind jetzt hier im Brunnengarten. Dieser Garten war Kulisse der letzten Open Stage. Und es geht voran, das sage ich ganz bewusst. Die Goslar Marketing Gesellschaft startet jetzt quasi wieder in die Veranstaltungsserien. Und es wird jetzt die erste Veranstaltung seit Monaten geben. Und zwar die 6. Open Stage, wenn ich das mitbekommen habe, am 27. August im Rammelsberg. Nina Storde, Marketingleitung von der Goslar Marketing Gesellschaft. Was erwartet uns da? Eine offene Bühne für jedermann, jeder, der Lust hat, sich mal zu präsentieren, ob Tanzen, Gesang, Comedy, Poetry Slam, hat die Möglichkeit, ungefähr 15 Minuten auf der Bühne zu stehen und sein Können dem Publikum zu präsentieren. Corona-bedingt gibt es ja sicherlich ein paar Auflagen. Was muss erfüllt werden? Genau, ganz wichtig, was dieses Jahr neu ist, dass wir zwingend eine Anmeldung der Besucher benötigen, um die Datenerfassung zu gewährleisten. Es wird Laufwege geben, es ist natürlich Mundschutzpflicht, bis ich am Platz bin, dann darf ich den abnehmen. Wir werden eine Wegeleitung haben, wie die Leute sich am besten zu bewegen haben, um so wenig wie möglich Konfrontationen zu haben, separate Ein- und Ausgänge, genau. Okay, wer kann da alles mitmachen? Jeder, der denkt, der hat Talent, jeder, der Lust hat, sich zu präsentieren und natürlich jeder Besucher, der Lust hat, einen schönen Abend mit uns zu verbringen. Okay. Sage mal, da gibt es ja dann gewisse Auflagen, es können wahrscheinlich auch nicht so viele Zuschauer dabei sein, das ist ja begrenzt. Wie sieht das aus? Sitzen dann alle zusammen oder gibt es dann verschiedene Ecken? Wie kann ich mir das genau vorstellen? Genau, wir haben sozusagen eine Platzkapazität von ca. 200 Sitzplätzen. Die sind einmal gesplittet. Alles findet hier outdoor statt. Wir haben direkt vor dem Casino die Möglichkeit zu sitzen. Da sind ausschließlich Sitzplätze ohne Tische möglich. Dann hat man auch die Option, im Casino direkt Platz zu nehmen. Wer gerne was essen möchte, hat da noch einen Tisch zur Verfügung. Und ansonsten wird aus der Besucheranmeldung ein Sitzplan erstellt. Genau, also wenn ich mit 5 Leuten zusammen als Gruppe sitzen möchte, muss ich auch mit einem in einem Vorgang 5 Tickets beziehen. Erklär mir mal ganz genau, wie ich mich anmelden kann. Genau, alle Infos nochmal zur Open Stage sind unter openstage.goslar.de abrufbar. Da wird es auch die Verlinkung zu dem Ticketsystem geben und alles weitere ist hoffentlich selbsterklärend. Für dich als Touristikerin, also muss ja eigentlich wirklich das Herz aufgehen. Das ist ja die erste Veranstaltung, die ihr wirklich macht seit, ich glaube, in diesem Jahr sogar, ne? Genau. Was fühlt ihr? Das, seid ihr glücklich? Geht's jetzt wieder voran? Ja, wir sind eigentlich voller Euphorie und Vorfreude. Haben natürlich auch immer noch im Hinterkopf, dass sich die Situation noch wieder ganz schnell ändern kann. Wir denken aber optimistisch und positiv und freuen uns, endlich wieder starten zu können. Ja, genau. Das ist vielleicht der kleine Wermutstropfen. Es kann ja noch was passieren. Beispielsweise könnte es ja auch sein, dass es regnet. Aber es wird nicht regnen. Davon Nein. gehen wir aus. Wir haben ja beide vorhin schon mit Petrus, dem Wettergott, telefoniert. Es wird alles gut gehen, ne? Genau. Und bis dahin essen wir natürlich auch alle schön auf. Und deswegen, sollte es wirklich regnen, muss die Veranstaltungen abgesagt werden, weil es unter freiem Himmel stattfindet. Deine persönliche Einschätzung, ist es tatsächlich jetzt eine Trendwende, die kommt? Gibt es jetzt wieder Veranstaltungen oder ist dir so ein bisschen, klein bisschen bange noch vor dem Winter? Ein klein bisschen bange ist mir noch und ich glaube, alles, was wir jetzt kommunizieren, ist irgendwie noch gar nicht, hat nicht Hand und Fuß. Wir müssen einfach abwarten, wie sich die ganze Situation rund um Corona entwickelt. Okay, letzte Frage oder letzte Sache noch. Wir gehen jetzt nur hypothetisch davon aus, was wir jetzt sprechen. Wenn wir beide mitmachen würden, was wir natürlich nicht machen, außer man überredet uns irgendwann und gibt uns eine hohe Gage, was würdest du machen? Also am liebsten würde ich singen. Das würde ich aber den Zuschauern eigentlich ungern zumuten wollen, weil denen tue ich keinen Gefallen. Deswegen, realistisch wäre vielleicht noch tanzen. Okay, vielleicht irgendwann mal ein Duett. Ich würde nämlich auch singen und das Lied, ein schönes Lied ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, And When the Rain Begins to Fall. Perfekt, das kenne ich. Ich würde, glaube ich, trotzdem lieber dazu tanzen. Vielleicht tanze ich auch mit. Oder so. Nina, vielen Dank. Danke auch.